Findest du nicht, dass es hier viel angenehmer ist als in der Mine der Goronen? So schön kühl. Also gut, wir finden wohl den Schattenkristall. Komm, finde ihn für mich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Twilight Princess. Ich würde mal sagen, es ist Temple Time oder... Naja, das hier ist ein Schrein eigentlich. Aber Schrein Time hört sich ein bisschen komisch an. Kann ich die hier eigentlich komplett besiegen oder sind die jetzt... Wachsen die wieder aus der Pfütze raus? Okay, also Midna gefällt es hier. So. Pfeile. Okay, brauche ich etwa Pfeile in diesem Tempel? Ja, ich wurde irgendwie eben, wurde ich da hinten am, ganz hinten am Eingang, habe ich wieder neu gestartet. Deswegen bin ich jetzt wieder hier vorne und ich habe noch eine Kiste übersehen. Das ist mir gerade aufgefallen, wo ich meine Herzen wieder auffüllen wollte, weil ich natürlich gegen diese dummen Schockerquallen geschwommen bin. So. So, hier. Was ist hier gerade? Ich habe irgendwie so... Ich habe einen sich bewegenden Schatten gesehen, als hätte jemand die Beleuchtung verändert. Und in der Realität ist man da natürlich beunruhigt. Ah, das war gefährlich. Schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du nie... Und wenn du nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen die bestimmt sofort runter. Okay, ist das etwa... ein sehr guter Midna-Tipp wieder. Ich hab, ich weiß nicht, ich hab's irgendwie, ihr habt's, mal gemeint irgendwie oder auch in den Kommentaren geschrieben, dass, Midna wohl im HD-Teil deutlich mehr Tipps gibt wohl als früher oder an einigen Stellen wohl mehr Tipps. Ja, hä, was soll das denn bringen? Also mit Pfeil und Bogen offenbar nicht. Gucken wir mal nach einem anderen Item. Ein anderes habe ich eigentlich. Ich habe die... Weil mal vielleicht... Wo könnte man das denn mal hin tun? Ah, ich habe sogar. Ich hab's ja sogar. Moment. Zurück. Das hier. Nee. Das. Hä? Sie hat doch gesagt, ich soll die Dinger abschießen. Bringt wohl nichts. Oder? Was war denn das für ein... Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte... wollte mich umgucken. Was war denn das für ein Ding, das hier runtergekommen ist? Keine Ahnung. Na, dann fällt mir gleich eben eins auf den Kopf. So. Ja, es macht ja Sinn, wenn hier immer Wasser fließt und so. Dann... Alles klar. Was ist das denn für eine Schnecke? Oha. Die erinnern mich doch irgendwie an die Viecher in, Majora's Mask. Die sind aber irgendwie mal ein bisschen verwirrt, wenn man einmal blockt, habe ich das Gefühl. Aber kriege ich die so überhaupt? Treffe ich den? So? Oh. Lockt irgendwie alles ab. Brauche ich hier vielleicht irgendwie... Vielleicht... ja, einen Greifhaken, um den... Oh. Nee, das bringt nichts. Okay, ignorieren wir den einfach mal. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es hier ein Item, um die platt zu machen. Hier in dem Raum denn noch irgendwas? Sieht irgendwie so einfach wie so ein Durchgang aus. Das kann doch nicht alles sein. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Hier hopst irgendwie so eine komische Spinne rum. Hier sind ganz viele. Aua. Moment mal, habe ich den gerade getötet? Wie habe ich das denn gemacht? Oder war das derselbe... Hä? Ich habe den gerade einfach gekillt. Aufheben. Cool, ich kann was damit machen. Aber was?
kann zum Beispiel dieser Spinne an den Kopf schmeißen. Okay. Ja, vielleicht müssen wir mit dem Ding ja irgendwas machen. Hoppla. Aufheben. So. Vielleicht muss ich den jetzt darauf werfen. Hey. Oh, das geht nicht. Wobei, da oben wäre ja eigentlich noch einer. Den bräuchte ich dann ja nicht, wenn ich den da oben auch nehmen kann. Nur... Wie komme ich da rauf, ist die Frage. Vielleicht ist das ja die Frage, die sich in diesem Raum hier stellt. Also jedenfalls nicht. Gibt es hier etwa irgendwas, was ich... Ja, ja gut, ich verstehe, was das Problem ist. Wir kommen hier in dem Raum gar nicht weiter. Was war denn das für ein Geräusch? Das zur Tempelmusik gehört. Ein wenig unheimlich. Hier ist aber eigentlich auch nichts darüber. Aber vielleicht, heißt es. Nee, das bringt nichts. Halt einfach ein Hi! Nee. Sieht irgendwie so aus, als. Ja, vielleicht ist ja doch irgendwas mit dem Ding hier. So. Vielleicht muss man das als Rutsche benutzen oder so. Ja, das macht aber auch keinen Sinn. Aber wir können ja mal. So, oh, voll das Licht in der Kamera. So, stell dich drauf. Und rutsche da runter. Und dann mit dem Anlauf, dann springen wir da praktisch weg. Ja, ich glaube irgendwie, das ist so nicht vorgesehen. Hat bestimmt was mit dem Tipp von Midna zu tun, nur ich verstehe irgendwie nicht so recht, was ich machen soll. Moment, vielleicht kann ich den, wenn ich, was soll das Ding im Weg? Hä, wie habe ich den denn eben besiegt? Da runtergefallen. Mir soll's recht sein. Also mit Na, erzähl doch nochmal. wenn du diese Stalaktiten von der Decke holst, dann können sie auch Halt bieten. Wäre doch sicher auch nicht verkehrt. Wenn du Bomben oder Pfeile in Kombination verwendest, kannst du doch auch weit entfernte Ziele erreichen, oder etwa nicht? Das stand doch sogar bei dem Brief von dem Bombentypen aus Kakariko. Ah, okay. Das habe ich natürlich in der Zwischenzeit wieder vergessen, dass das geht. Ich habe allerdings nur hier diese Wasserbomben. Ja, warte mal, dann tun wir das mal dahin. Und die Pfeile tun wir. Ach, ist immer so ein bisschen doof, weil ich hier auf dem Gamepad rumhantieren muss. Für das Let's Play ist das irgendwie ein bisschen komisch. Also ich unter ganz leicht anschubsen verstehe ich ja irgendwie einen Pfeil, aber keine Bombe. Und Midna hat gesagt, ganz leicht anschubsen. Ja, wie funktioniert das denn jetzt? Ich mach so. Und dann drücke ich noch den Knopf hier. Und dann mache ich so. Hä? Oder geht das mit Wasserbomben nicht? Das wäre allerdings ziemlich dumm, weil ich brauche ja Wasserbomben, um hier überhaupt reinzukommen. Und da kann man ja wohl kaum erwarten, dass ich dann normale Bomben dabei habe, oder? Warte mal, hat er mir das nicht sogar in einem Brief geschrieben?
Briefe. Über den Brief ist eine Nachricht. Bombenpfeile. Bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen mit Hilfe von ZL als Bombenpfeile verwendet werden können. Mit Hilfe von ZL. Okay, ja, was soll das denn heißen? Das ist ZL, oder? Hä? Und jetzt? Pfeil. ZL. Bombe. ZL. Pfeil. Ich verschwende meine ganzen schönen Wasserbomben. Das ist doch scheiße. Verstehe ich nicht. Pfeil. Bombe. Ja, aber er nimmt ja dann die Bombe hoch. Und jetzt lässt er sie ja einfach, lässt er sie einfach fallen. Es tut mir leid, aber das macht keinen Sinn. ZL ist... Und das ist... L. L ist doch links, oder? Ich... Ja, das ist ja sehr schön mit Nano. Ich raff nicht, wie die Bedienung geht. So schwer ist es sicher nicht, aber... Pfeil. ZL. Ja, was... Okay, nehmen wir mal andere Reihenfolge. Bombe. ZL. Pfeil. ZL. Bombe. Pfeil. Ja, der lässt sie halt einfach mal fallen. Bombe. Pfeil. Ja gut, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Also das Problem ist... Kann ich das denn irgendwo lernen oder irgendwo nochmal genauer nachfragen, dass mir nochmal ganz genau erklärt wird? Ich habe es halt noch nie in irgendeinem Zelda-Spiel mal ausprobiert, Bomben mit Pfeilen zu verschießen. Aber ich meine, wenn ich jetzt die Bombentaste drücke, dann nimmt Link die Bombe ja hoch. Wenn ich jetzt irgendwas anderes mache... Also ein anderes Item auswähle, dann lässt Link die Bombe ja fallen. Und wenn ich jetzt hier Pfeile mache und dann Bomben hochnehme, dann hört Link hier einfach auf, den Bogen zu spannen. Muss ich das etwa gleichzeitig drücken? Oh. Oder muss ich etwa so machen? Nee. Ja, was passiert? Ja, die liegt ja jetzt einfach. Oh, voll der Staub. Nee, der Rauch. Rauch und Staub. Und bedauerlicherweise keine Idee, was ich jetzt machen soll. Mann, das ist doof in Let's Play, wenn man die Steuerung nicht versteht. Es geht ja jetzt noch nicht mal darum, dass ich irgendwie was nicht verstehen würde, was ich im Spiel machen soll, dass ich einfach nicht weiß, welche Tastenkombi ich drücken muss. So schwer scheint es ja eigentlich auch nicht zu sein. Bitte beachten Sie, dass Sie Bomben in Kombination mit Pfeilen mit Hilfe von ZL. Was ist denn ZL? ZL. Was ist denn eigentlich die Taste hier? Soll das vielleicht ZL sein? Das wäre in meinen Augen wäre das ZR. Liegt da überhaupt irgendwas drauf? Ja, Link steckt seinen Krempel weg, wenn ich die drücke. Jetzt wird halt...
Ja, es ist so die Abbruchtaste irgendwie. Ich nehme die Bombe. Abbruch. Dann legt Link sie einfach hin. Mensch, das ist doch Verschwendung, Link. Steck sie doch wieder ein. In früheren Spielen ging das doch. Ja, ich bin, soll ich jetzt im Internet gucken, wie das geht oder was? Das kann doch nicht sein. Das muss man doch irgendwie rausfinden können. Oder vielleicht geht es ja wirklich mit Wasserbomben nicht. Das kann ja sein. Aber ich kann halt auch nur Wasserbomben in meine Tasche tun, ne? Ja, dann schmeißen wir die halt noch alle weg. So, zack. Mehr, alles weg damit. So, und jetzt müssen wir hier irgendwo in den Krügen müssen wir Bomben finden. Wobei das vermutlich ziemlich dumm wird. Komm, geh doch einfach weg. Du auch. Aber ich kann's, eigentlich ist das ja dumm, weil man braucht ja auf jeden Fall Wasserbomben, um überhaupt in den Tempel reinzukommen. Das macht doch keinen Sinn, dass man sagt, du musst die dann alle verbrauchen. Und dann, dann kannst du danach wieder einkaufen gehen oder irgendwie Büsche abfarmen. Also das macht, eigentlich macht das keinen Sinn. Komme ich dann irgendwie hier rauf vielleicht? Nee, da komme ich überhaupt nicht drauf. Komm, paar Bomben. Ich habe jetzt halt auch keine Lust, da wieder rauszulaufen und da rauszuschwimmen und so. Das nervt ja total. Ey, springt der da einfach runter, ey. Ich glaube, ich treffe ihn so. Der lässt doch bestimmt ein paar Bomben für mich droppen, wenn ich ihn kille. Ja, ja, ich treffe den so, okay. Anvisieren beim Schlagen schon nichts zu helfen. Also von daher ein bisschen manuell hier. Auch keine Bomben. Du vielleicht. Und sonst ist hier auch nichts in dem Raum, oder? Vielleicht irgendwo eine versteckte Kiste mit Bomben drin oder so. Am Ende war das jetzt voll dumm, dass ich meine ganzen schönen Wasserbomben verschwendet habe. Habe ich ja auch irgendwie hier in der Kiste gefunden, glaube ich. Und dann brauche ich die. Wahrscheinlich brauche ich die dann noch oder so. Ah, es ist schade. Ich wollte jetzt nämlich auch eine Session machen. Ansonsten muss ich halt warten, dass ihr mir schreibt, was ich drücken muss, damit das funktioniert. Und so wie das aussieht, kann ich das wohl vergessen, jetzt eine Session zu machen, weil ich kann ja wohl kaum mehrere Parts lang rumgurken und nicht rausfinden, wie die Steuerung geht. Vielleicht kann man sich hier irgendwie hochglitschen. So mit Purzelbaum dann springen oder so. Wenn ich einfach geradeaus springe, vielleicht schaffe ich es dann an die Kante oder so. Ja, ich glaube, das ist bestimmt so gecodet, dass man sich da gar nicht, dass so eine No-Grab-Kante definiert und da kann Link sich gar nicht festhalten, selbst wenn er wollte. Damit man sich nun ja nicht hier die Mechanik der Mechanik entzieht. Ja, aber das ist halt das Problem, ne? Hier in den Krügen ist halt auch immer nur, der gerade hier von dem Schleim weggeschoben wird, ist immer nur Geld drin. Kann man zwar schön sein Geld auffüllen, aber ich will ja Bomben haben. Oh, und das ist voll ätzend, hier immer rauszuschwimmen. Ich weiß, jammern ist nicht sympathisch in einem Let's Play. Aber gerade ist mir nach Jammern zumute. Kann ich nicht eigentlich diese... Ah, ne, kann ich auch nicht. Nichts geht hier. Albi! Ich kann das Schwert aber auch nicht benutzen, ey. So, die Stiefel wollen wir mal ausziehen. Und dann...
Weil da waren, glaube ich, auch noch Krüge hier rumgestanden. Wenn mich nicht alles täuscht. Waren hier nicht irgendwie... Nee, hier nicht. Hier unten welche? Nee. Ah, Leute, da tut mir leid. Aber ich raff es nicht. Ihr habt es ja gesehen, ich habe alles ausprobiert. Alle drei Kombinationsmöglichkeiten der drei Tasten, die mir da irgendwie gesagt wurden. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Also entweder es liegt halt echt daran, dass es mit Wasserbomben nicht geht. Oder, keine Ahnung, man muss noch eine vierte Taste drücken oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich kann ja nicht mal mehr nachfragen. Eigentlich sollte ja alles drinstehen in dem Brief, ne? Oder habe ich noch ich habe halt noch diese Maske, ne? Aber die wird mir ja auch nichts helfen. Es wird ja auch nicht gesagt, dass ich die Maske brauche, um irgendwas zu machen. Jo, hier, die Monster sind gar nicht so böse. Der Schrein ist zu einem Hort des Bösen geworden. Es ist sehr gefährlich, hineinzugehen. Deshalb nimm besser Abstand davon. Ja. Jo, Leute, ich bin auch gerade ziemlich am Überziehen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach Kakariko. Ich kaufe mir nochmal... Oder nee. Eigentlich müsste ich Bomben ja auch irgendwo anders finden, oder? Ich habe ja nämlich... Oh, ich habe wieder 95 Rubine, sehe ich gerade. Ich versuche gerade nochmal irgendwie an Bomben zu kommen. Findet man die nicht auch in Büschen und so? Und dann... kann ich mich nicht eigentlich warpen? Hier waren doch immer so Warp-Punkte, oder nicht? Ah ne, das ging nur, wenn ich ein Wolf bin, ne? Dann müssen wir wohl zu Fuß lang. Ja, das wird dann vermutlich ein langer Part, der außerdem auch noch langweilig wird. Ist ja wirklich eine Katastrophe. Aber das können wir jetzt natürlich nicht ändern. Deswegen machen wir das Beste daraus und versuchen gerade noch das Ziel hier zu erreichen. Also aber, ja. Da denkt man sich so, jetzt spiele ich mal hier so zwei Stündchen oder so und dann muss man direkt wieder aufhören. Vor allen Dingen, da muss ich noch warten, bis ihr das geguckt habt und so. Schade. Aber vielleicht klappt das ja hier mit den... Vielleicht klappt ja das, was ich vorhab. Wenn ich ein bisschen schneller schwimmen würde. Ja, diesen Wasserfall sollte man sich nicht zu genau angucken, dann sieht er nämlich etwas seltsam aus. Aber Wasserfälle sind, glaube ich, grafisch doch eher schwierig darzustellen. Vor allen Dingen, wenn man dann doch die eher begrenzten Möglichkeiten einer Wii U hat. Also von daher will ich mich nicht beklagen. Geht das eigentlich nicht schneller, wenn ich hier schwimme? Ein bisschen, glaube ich. Naja, das gehört auch dazu zu einem Zelda, dass man mal nicht weiß, wie es geht. Und dann ein bisschen herumirrt. Das haben wir im Majora's Mask Let's Play schließlich auch gelernt. Ich will da hinten hin. Ich brauche nur ein paar Bomben. Und nein, keine Angst, ich werde da nicht wieder in den Tempel gehen, um dann festzustellen, dass ich es immer noch nicht kann, sondern ich werde es vorher ausprobieren. Oh, es gibt ja sogar Unterwassergras. Es gibt doch auch Bomben hier in den Büschen, oder? Da habe ich doch nicht Unrecht mit. Mensch, da will man mit dem Tempel anfangen. Und direkt im ersten Raum geht's nicht weiter. So, da war der Geist drin. Den brauchen wir gerade nicht. Der kann uns auch nicht helfen. Mit Hilfe von ZL. Was soll das denn heißen? Das hört sich so an, als wäre es nicht so schwierig.
Und dann ist es doch schwierig. Oder ich bin einfach nur dumm und verstehe gar nichts. Aber ich meine, was soll ich denn anderes machen, als die Taste zu drücken, ist da die Frage, ne? Jetzt ist hier auch noch immer nur Geld drin, ne? Das kommt auch noch dazu. Das ist alles wirklich sehr unangenehm gerade. Ich glaube, wir müssen jetzt... Moment. Komme ich auf dem Weg überhaupt nach Kakariko? Ich will ja eigentlich zurück nach Kakariko und da bin ich ja eigentlich... Oh, ich glaube, das geht gar nicht. Ich muss da hinten hin. Boah, wird der Part lang. Das wird ja schlimm. Der wird ja über eine halbe Stunde. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob das mein Fehler ist, in irgendeiner Art und Weise. Aber, so ganz optimal ist das irgendwie nicht. Vor allen Dingen, wenn man ein Let's Play machen will. Ich meine, wenn ich jetzt so alleine spielen würde, dann wäre es ja nicht so schlimm. Warum ich mich gerade ärgere, ist das, weil ihr euch langweilt. Na gut, ich könnte auch sagen, ich schneide das einfach und mache weiter, wenn ich es rausgefunden habe. Aber es ist nicht so ganz meine Art, wie ich ein Zelda-Let's Playen möchte. So. Ja, das kostet jetzt auch wieder Geld, hier hochzukommen, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja komm, ich will keine Show sehen, ich will jetzt einfach... Ich will jetzt einfach nach Kakariko, Mann. Wo ich Bomben kaufen will. Die Bombe erinnert mich irgendwie an die aus Phantom Hourglass. Die auf dem Schiff. Die sah auch immer so aus. Phantom Hourglass war doch noch ein schönes Spiel. Ohne Pfeilbomben vor allen Dingen. Ihr könnt das Video ja vorspulen, wenn ihr es nicht sehen wollt. Vor allen Dingen jetzt... Oh, da hinten nach Kakariko. Ja, aber wenn das Spiel das einem so vorgibt, dass man erstmal sich die anderen Bomben wieder in dem Laden kaufen soll, dann kann ich ja auch nichts dafür. Es sei denn, es gibt hier in Hyrule irgendwo einen Laden. Oder es gibt tatsächlich hier auf der Ebene von Hyrule mal ein paar Bomben. Eigentlich gibt es auch in jedem Zelda, findet man nach drei Büschen neue Pfeile, Bomben. Kann auch eigentlich nicht sein, dass es das jetzt hier nicht geht. Mann. Jetzt weiß ich auch außerdem nicht, wo Epona steht. Ich glaube, in Kakariko steht die noch. Hier. Hufeisenblumen. Ich will Epona haben. Kommen wir überhaupt hier nördlich? Warte, wo wollen wir? Wir wollen hier über die Brücke. So. Ich könnte natürlich auch jetzt sagen, ich teile den Überlänge-Part, der ja irgendwie wahrscheinlich 40 Minuten gehen wird, in zwei kleine auf. Und dann gibt es zwei Parts, wo nichts passiert. Ja, das ist jetzt einfach mal so.
Oh, hier bin ich falsch, oder? Moment. Nee, hier bin ich richtig. Die Karte ist so klein, dass man diese Biegungen, die filigranen Biegungen des Weges nicht erkennt. Alles nochmal zurück. Immerhin ist das Tor noch offen. Hier, den Weg, den ganzen Irrweg, den wir mit der Kutsche gefahren waren. Echt viele Monster unterwegs dafür, dass wir Hyrule doch eigentlich jetzt befreit haben und so. Ganz schön groß, muss man aber sagen. Ah, gleich haben wir es geschafft. Dann können wir es auch nochmal ausprobieren. Mann, 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 Mann. Und da sind wir wieder hier. Ich freue mich überhaupt nicht, hier zu sein. Ich möchte absteigen, nicht aufsteigen. So. Die Spannung steigt. Also Sinn macht das eigentlich alles nicht. Es macht nicht Sinn. Aber irgendwas müssen wir ja ausprobieren. Bomben. 10 Stück. Warum sind die so eingepackt? Ja. Verschwenden wir unser Geld für diese Kacke hier. So. Tschüss. Dein Brief war übrigens sehr nichtssagend, hat mir nicht geholfen. Und du bist ein Arsch. Weil dein Shit nicht funktioniert. Ich bin sehr enttäuscht von dir. So. Also, wir haben jetzt normale Bomben. Die tun wir uns mal hier hin. Pfeil. ZR. Bombe. Pfeil. ZR. Bombe. Pfeil. Bombe. Pfeil. ZR. Bombe. ZR. Pfeil. Ja. Bitten beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen mit Hilfe von ZL als Bombenpfeile verwendet werden können. ZL ist doch der untere von den beiden Knöpfen, oder nicht? Weil wenn ich jetzt Pfeil mache und dann das hier drücke, das obere meine ich, dann kommt Midna raus. Unter meinen Füßen brennt gerade eine Bombe. Was ist denn da los? Oder ich mache Pfeil, Midna, Bombe. Nein, Pfeil. Ja, Link schmeißt die Bombe halt weg, wenn er einen Pfeil anfängt. Und er schmeißt den Pfeil weg, wenn er mit einer Bombe anfängt. Und ob ich dabei ZL drücke oder nicht, spielt überhaupt kein, macht überhaupt keinen Unterschied. Ich kann auch die Midna-Taste drücken. Midna-Taste, ja, dann kommt Midna raus. Nee. Okay, Leute, also ich raff es nicht. Oder mein ZL. Boah, Links Mütze ist voll hochgeweht. Nee. Leute, ich brauche eure Hilfe. Schreibt mal unter das Video, was ich drücken muss, damit ich Bombenpfeile abschießen kann. Ja.
Nein, ich gucke nicht in eine Komplettlösung. Sowas mache ich nicht. Okay, dann schreibt's mal drunter und wenn ihr das geschrieben habt, dann kann ich das Let's Play fortführen und den nächsten Part aufnehmen. Damit bedanke ich mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.